Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero, das offizielle Let's Play. Ich hätte nicht offiziell sagen sollen. Wir sind hier immer noch im Prolog, anscheinend laut dem Hauptmenü. Auf der PlayStation bin ich hier noch im Prolog. Und ja, wir sind noch mitten in der Story, tun ja noch alle Basisfunktionen freischalten. Wir haben vor zwei Folgen irgendwie aus wie The Rock, hier der Typ auf rechten Seite. Und ja, wir sind jetzt hier. In der letzten Folge haben wir, in der vorletzten Folge haben wir das Spiel angefangen. In der letzten Folge haben wir noch ein paar andere Sachen gemacht. Ne? Haben ein bisschen gegatschert, haben ein bisschen noch die Grundlagen hier freigeschaltet bekommen. Und jetzt sind wir hier. Und ich habe mal die hat den geändert. Ne? Und ja, ich habe ein bisschen meine Charaktere hochlevelt. Mit den ganzen Erfahrungsdingern und so, ne? Und hab sie mal auf Level 10 gebracht. Und mal geguckt, ob man die irgendwann noch weiter hochleveln kann. Ging aber nicht. Und dann habe ich irgendwie ja gesehen, im Hauptmenü. Wo habe ich das nochmal gesehen? Hier war das vielleicht? Weiß ich nicht. So, das ist dieses Ding, was wir freigeschaltet haben, ne? Diese Bonusvoraussetzung Internet, glaube ich, ne? Ich glaube, hier stand das dann. Ich habe hier mein Level letztens hier gehöht, weil ich hier, was habe ich noch mal gemacht, weil ich glaube ich diese, genau, ich habe einige Waffen auf Level 10 gemacht, ich habe eine Charakter auf Level 10 gemacht, dann habe ich dafür Erfahrungspunkte bekommen, dann habe ich hier auf Level 7 hochgelevelt, genau, und dann habe ich das hier abgeholt und ja, und dann habe ich hier gesehen, hier ich muss Level 10 erreichen mit meinem Konto, um hier die Charaktere weiter hochleveln zu können. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen weiter machen, um irgendwie freizuschalten, ne? So, dann gehen wir mal hier rein und gucken mal, ne? Weil wir müssen uns mal hier sputen, ne? Um ja mehrere Sachen freizuschalten. Weil ich habe hier, ich glaube, 240 Energie und ich kann damit nichts anfangen. Und das ist voll Verschwendung in Sachen Gacha spielen, ne? So, Proxy und Hase. So, Eis war empfohlen, stand da, ne? Eis und Ether, ne? So, nehmen wir mal anstatt sie und dann S-Charakter, also 5-Sterne-Charakter, probieren wir sie mal aus. Ne, haben wir schon alle Charaktere mal ausprobiert? Ja, wir haben alle Charaktere schon ausprobiert. Ne? So, na, gucken wir mal. Ne, haben wir so ein bisschen die Fähigkeiten und so weiter als angeschaut, habe dann noch nicht so durchgeblickt, weil das noch so ein bisschen überfordernd hier ist. Aber sollte eigentlich klappen, wie alles. Ne? So, ist wieder hier, okay. Natürlich benutzt die Charaktere, die ich alle gegatschert habe, ne? Ja, für die, die zum ersten Mal heute hier reinschalten, ich habe nach meinem zweiten Gacha schon 5 Sterne Charakter bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist hier oder nicht, aber fand ich gut. Nicht unbedingt ein Charakter, den ich haben wollte, aber hey, immer noch besser, ne? Ich bin ganz Ohr. Ich habe nicht aufgepasst, was du gesagt hast, Nicole. Ich mag sie, ich mag Belle. Sie hat die ganze Zeit so einen voll gechillten Gesichtsausdruck. Mag sie wieder. So. Das musste sein, okay. Moment, habt ihr das nicht gerade gesagt? Ich wollte schon sagen, ist mein Kopfhörer irgendwie am Glitschen oder so? Ich dachte, also, ich habe ja vor den Glitch gehabt oder so. Oh, nee. So. Ich
Na, komm mal her, du Stück. So, die Dinger müssen wir alle einsammeln, ne? Diese gelben, ne? Dann kriegen wir die meisten Belohnungen am Ende, ne? Get wrecked. Schon eine hübsche, ne? So, wir haben jetzt diese Maid. So, wow. Und ja, ich habe irgendwie letztens gesehen an der Animation, ist irgendwie eine Geistermaid. Schwer einfach so durch die Gegend. Also kann sie ja ganz hinten treffen. Get wrecked. Das ist voll schnell, ey. Irgendwie blick ich noch so nicht ganz durch, also, weil ich habe die Charaktere neue Gegner erkannt. Mal neue Gegnertypen oder was? Also jeder Charakter hat irgendwie so, weil nicht bei jedem Charakter kann man irgendwie die Standardangriffe hochleveln. Boah. Bei jedem Charakter kann man irgendwie die Standardangriffe hochleveln. Bei jedem Charakter kann man irgendwie die Sprintangriffe hochleveln, aber gibt es nicht irgendwie so was wie, keine Ahnung, dieser Charakter irgendwie hat diese Fähigkeit oder diese Fähigkeit. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man sich irgendwie so konzentrieren sollte auf irgendwas Bestimmtes. Oder man einfach nur ja alles mögliche hochleveln sollte. Ich meine, da sollte man so oder so, ne? Ja, vielleicht kenne ich mich noch nicht mit dem Kampfstil jetzt hier so aus. Um das zu checken. Mein Gott. Hm. Weil sie hat die ganze Zeit so Geister-Moves gemacht, deswegen habe ich schon irgendwie gedacht, so ist sie irgendwie eine Geistermaid. Ja. Ich kann irgendwie nicht die Dinger hier ansehen, diese Kästen automatisch. Ja, man kann irgendwie den Sprintangriff hier hochleveln, ne? Also man sprintet und angreift den Angriff, ne? Dann kann man, wenn man das hochlevelt, dann tut man irgendwie auch den Schaden erhöhen von den, von diesen Ausweichangriffen hier, also den hier. Also eigentlich alles nur passive Sachen, die man hier hochleveln kann. So wie ich da verstanden habe. Das habe ich verstehe noch nicht so. Diese Angriffe kann man hochleveln, diese Kettenangriffe. Ich glaube an die Ultimates auch, ne? Aber ansonsten ist das noch nicht irgendwie so, weiß nicht, so unübersichtlich, finde ich. Also war da in Honkai Impact 3 oder hat es irgendwie noch viel mehr sein? Ich konnte sie viel weiter hochleveln, aber so, boah. Verstehe nicht. Ja, so ist es. Bell, die HDD-Verbindung ist instabil. HDD の接続が不安定になっている。どれどれ。あれ？本当にHDD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 の接続が不安定になっている。どれどれ。あれ？本当に
Verbindung wird hergestellt. White Noise. Nice. Ach, da ist schon die Mission, wo wir jetzt den Tresor finden. Ein Glitch in der Matrix. Ami hat die Truppe verlassen. Billy hat die Truppe verlassen. Nicole hat die Truppe verlassen. Auf ewig? ダメ。一通りやったけど、やっぱ繋がらないや。おかしい。本来ならHDDの技術はフォローの活性に左右されないのに。一番の気がかりはニコたちだ。 フォローナイブとの通信手段はプロキシもキャロットもないし、いくらエーテル適応体質でも長くいたら侵食が残る手段はただ一つ再起動。ほらよく言うじゃん、電源を落とせばどんな不具合だって。強制終了。 どうして画面がついているんだ、リン。もしかすると原因は外から。トラザミブリアン。なんだ、伝説のプロ棋士といっても所詮その程度か。パエトン、見ての通りこのシステムはすでに私が掌握した。 Wer bist du? Versuch die Kontrolle über das System wieder zu übernehmen. システムの操作権限を取り戻さないと。こっそりやれば見つからないとでも思ったか。悪あがきはよせ。こちらの堪忍袋の方が切れる前に金庫の暗証番号をよこすんだ。そんなこと言われても知らないものは知らないんだってば。やれやれ、0点の回答だな。往生際が悪いとはこのことだ。 Moment, der Typ will alles kaputt machen. System Nachrichtung. Nein. Nein. Bist du L? Klingt ein bisschen so. あの金庫に手を出した。貴様らがシルバーヘッドのメモリディスクからすでに金庫の暗証番号を入手したことも知っている。よく考えてからこたえた方がいい。こいつ。ああ、それと貴様らの気の毒な顧客は未だにフォローの中を彷徨っている。ああ、まあ。偶然にも先ほど。
alle tot. Nein, mit den Kassetten muss ich doch Gacha spielen. What? Okay. Cool. Ich weiß nicht, dass das System von Pantheon gehackt werden kann. Das ist peinlich. Es könnte also mit dem Auftrag zu tun haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lokal braucht unsere Hilfe. Wir müssen schnell wie möglich sehen, was der Typ geschickt hat. Okay. Der Bildschirm leuchtet auf und vom mysteriösen Hacker gesendete Videokassetten beginnen zu spielen. Drei vertraute Figuren kommen ins Bild. Aber der Sohn kann ziehen. ね、本当にこの道で大丈夫なの?店長、どうしたんだ?ずっと黙って歩くばっかで。戦闘を回避するつもりもなさそうだけどよ。黒騎士?怒ってる。ニコが着手金を支払う時に値切ったりしたから。あ、そうなのか?そんなわけないでしょ。 おかしい。フォローに入った時から全然ガイドしてるようには見えない。まさか外でトラブルでもあった?ねえ、何かあったの?Yo, was geht? あ、ちょっとそっち行かないで。 Jetzt habe ich alle Charaktere gelevelt ein bisschen. Also sind alle hier vorgegebene Charaktere. Wow, was hat denn für ein Geschütz? Wurde gerade geheilt? Nee. Links hat sich so bewegt, deswegen. Ist auch schon umdrehen, Kollege. Also warum soll ich dann? Er sollte ja ausweichen oder kontern, parieren. Das ist ja irgendwie genau gleich, was ja, was ich ja mache. Also für. Ja. Also du siehst die stärkste, was sie die beste Waffe ausgesetzt hat, die ich habe. Ich weiß nur immer noch nicht genau, wie man die Ultimate auffüllt. Auf dem Bildschirm setze ich die Couchflucht der Cunninghams fort. ホロー調査チームよ。この前にいる。なんだよ、調査員か。待て、調査員。助かったぜ、ニコの親分。調査協会の連中なら、キャロットを持ってるはずだ。助けを求めれば奴らと一緒にホローから出られるぞ。
何バカなこと言ってんの。あれって治安局の仲間でしょ。私たちはホロレイダーなのよ。あいつらについてここから出られても最後は逮捕されちゃうわ。俺たちだけじゃそうかもしれねえが、こいつも一緒だ。覚えてるか、治安局の政策でプロ棋士を突き出せば手柄として減刑してもらえるって。今の状況を考えると ビリーの提案は実現できる可能性が高い。プロ棋士先生の身柄と私たちの安全を引き換えにするか、引き続きここを探す。ニコの親分、無理強いはしないぜ。どんな選択だろうと俺たちはあんたに従う。ニコの親分、 Okay, gut. Bitte nicht verpfeifen, okay? Das wäre voll. In der Videothek Random Play im Bezirk Janus auf der 6th Street von Nyorido. Tu doch einfach meine Webcam hacken, dann siehst du mich. Das reicht, ich hab's verstanden. お兄ちゃん何を。うん。のライダーはコッケルシュ。だけど残念ながら手元には残っていないんだ。あれは電子暗証番号で、お前が処分したデータの中にあった。何の商談だ。慌てなくても大丈夫だよ。復元するのに。 インターノットの演算パワーを借りたから、そこに暗証番号のバックアップが残ってると思う。システムの操作権限をこっちに返してくれれば、すぐにでも暗証番号を。そんなことをするはずがないだろう。プロ騎士といい、ホローレイダーといい、狡猾な連中ばかりだ。隙あらば操作権限を取り戻そうとたくらむ。バエトーンとくればなおさらな。 Stellen wir uns wieder ein neues, ne? Und am Anfang des Spiels auch gemacht, ne? Ach, die sind stark genug, überleben das schon. Das macht Sinn. Internet-Account vertraulicher Daten abgeschlossen. Eine Frage hätten wir noch. Also wie die schwarze Box von Kingdom Hearts 3.
mit nie wird die ganze Zeit im Spiel erwähnt, aber dann überhaupt nicht gesagt, was da drin ist. Und voll frustrierend ist, ey. Verstehe, es klingt in der Tat wertvoll. Was genau ist aber mit den Höhlen eigentlich? Und warum gehen wir überhaupt da rein? そういえば最後にもう一つ聞きたいことがあるの。おいおいおい、何か勘違いをしているようだな。私は貴様らの友達になったわけではない。調子に乗るなよ。私たちが聞きたいのは、あんたのハッキング技術がそんなに優れてるのなら、なんで直接私たちのシステムからデータを盗まないのってこと。暗証番号のバックアップがインターネットにあるって聞いた時、 どうしてインターネットをハッキングして奪おうとしなかったの？何が言いたい？警告しておくが、人を助けてやるという約束。これだと、そう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 、そ
Okay. Wo soll ich die Sachen hinpacken hier, ne? Da ist noch ein dritter. Okay. So, wo seid ihr? Ich finde euch überall. Ich glaube, da ist sie. Gern geschehen. ごめんなさい。ニコは笑わせようと思って。私はこういうことには向いてないと再確認した。でも確かに随分長くフォローの中にいるよな、俺たち。エーテル敵を退出だって言っても化け物になるスピードが遅いだけだよ。私らしくないことをしたわ。金銭至上主義の邪とよ。 Das bedeutet, dass du keine wirklich kaltherzige Person bist. Pff. Danke. Kannst du ein bisschen fröhlicher schreien? Nico, もう少し嬉しそうにしてくれてもいいんじゃないかな。ブロクシー、本当にあんたたちなの？お待たせ。実はさっきからいたんだけどね。アンビーとビリーが騒いでたのに、ニコは干渉に浸ってて気づかなかったみたいだね。ってことは全部聞かれて。 Soundeffekte. Es war schön, mal einen Einblick in ein wahres Ich zu bekommen. Okay. Boom, boom, boom. Okay. So ein schwarzes Loch. Das war ja. Was ist denn da? Was liegt alles? Gut. Da ist sie wieder. Oh Gott. Ja, für mich war ich gegen die kaputt. Diese paar Dinger, die ich da einsame, werden ja wohl nicht so wichtig sein, ne? Ach ja, da werden mehr Leute. Er ist gesehen. Ah. Okay, wenn sie gedrückt hat, dann macht sie so einen kleinen Schuss noch. Ja, Gameplay ist sehr hier Honka Impact 3 empfunden. Habe ich so ein Gefühl. Das ist. Habe ich gerade bekommen. Oder nicht? Da kann ich nicht hin. Ich sowieso hingehen müssen. So, die Dinger sind auch irgendwie sehr
schwer verpassbar, habe ich so ein Gefühl. Get wrecked. Ah. Ich frage mich wieder mit dem Schwierigkeitsgrad hier, wie in dem Spiel. Wenn hier so auch wieder so eine Level gibt hier, die man so eine Weltlevel geben wird, oder ob das einfach so schwieriger wird, je weiter man im Spiel ist. Also warte nicht mit Honka Impact, wenn ich mich irre. Sehen wir mal, schauen, wie das hier abläuft. Hey, jetzt bist du wieder da. So, ich kann die Leute anziehen mit ihr, ne? Dann habe ich mit allen anderen da drauf. Das ist eine Strategie, ne? So, ich wollte schon sagen, da klang da was Großes. So, zeig mal. Ich wollte sagen, von ihr haben wir noch nicht die Ultimate gesehen. Jetzt mal geblockt. Ich werde vor allem mal ungefähr immer wieder schon sterben. Heilung, glaube ich. Ja, was ist diese 10, die da unten steht? So, mir fehlt nur ein so ein. Aber hier geht's ja noch weiter, ne? In der Kretanhöhle, tief in dem verlassenen Metro. Ups. Wird der dabei Veränderung, okay. Ich hätte noch mehr kriegen können. Warte. ケチったってことは本当はもっと払えたの?アンディ、余計なことを言わないで。それでプロ騎士の話を聞く限り、一番怪しいのはパスワードが保存されてたメモリディスクよね。そのハッカーは それを返してあんたを見つけたのかしら。HDDの脆弱性診断をやったけど、確かにその可能性が一番大きいね。それじゃあ、関賀組の連中も誰かに依頼されて金庫を奪ったってことになるわね。俺たちと一緒だな。プロ騎士先生の介入がなかったら、私たちが正体不明の黒幕と対峙することになっていたはず。 やっぱ店長は頼りになるぜ。まるでスターライトナイトの相棒犬、メテオマットみてえだな。メテオインクーター。みんなつやんクーター。よく聞こえなかったけれど、誰が相棒犬のメテオマットだって。ちげえって店長。そういう意味じゃ。あの時は多額の報酬に目がくらんだけど、結局今回もろくな仕事じゃなかったわね。 もう二度と情報屋の口車には乗らないんだから。帰ったらさっさとこの火の粉を振り払って仲介業者に2倍の追加報酬を要求してやる。ニコ、フォローでの捜索を急ぐ必要がある。私たちの滞在時間がエーテル適応体質の限界に迫ってる。侵食の影響で戦闘力が下がったりしたら、金庫の捜索中に起こりうるアクシデントに対応できなくなると思う。 アクシデント?侵食で生かしちまった関賀組のおっさん、つまりあの上級エーテリアスのことか。そう、おそらくデュラハンは今もフォローの中で私たちを探している。アンビーの言う通りよ。あの化け物を金庫を回収しなくちゃ。急いでターゲットを。Kein Problem. プロキシ、引き続きガイドをお願い。前方に
ホローの叫びを検出。まもなく仮想エリアに転送されると推測。墜落にご注意ください。あれ？ホローの叫びはホロー内部の空間乱脈現象によるものです。ホローでは常に新しいエリアが際限なく生成されており、ひとたび油断すれば道を見失います。データの特徴を解析した結果、前方の裂け目は下方向に生成されているように通じています。裂け目に足を踏み入れると墜落します。あらかじめ準備を整えてください。ちょっとしんどいかもしれないよ。大丈夫。私たちは熟練のホローレイダーだから。わお。ぶりしこファイル。必要のないときはなるべく裂け目を回避するけど、今回は必要なときだからね。お、ってことは金庫はここにあんのか？落ち着いて周りをよく観察してみて。進むルートをしっかり考えないと。あんたのがプロなんだから言う通りにするわ。Ach, ich bin schon hier. So, 80. Okay. Ich glaube, das war nicht so gut, ne? Was gerade passiert? Also, die Dauer der Benommenheit sowie die maximale von Gegnern verringert sich. Okay. Das war gut, oder? Jetzt bin ich wieder auf 0. Ah, der tötet sich jetzt mal, wenn ich dahin gehe. Dadurch wird er wieder geheilt, alles klar. Ah, 100%. Komm, sammeln und aufbewahren. Lest mal jetzt hier alles durch. HP brauche ich nicht, von daher. Ätertropfen. Kann wiederbelebt werden und erhalten eine bestimmte Menge an LP zurück. Ja, die Dinger will ich wahrscheinlich nicht aktivieren, ne? Was hat hier L1? Stressinfektion. Ich habe alles. Ja. Oh, das Gesicht von diesen Hasen war so. Oh, ich werde eins mit der Matrix. Er liegt einfach da rum. Das hat Viecher bestimmt auch hier, ne? Ja. Er hat einfach da liegen gelassen die ganze Zeit. Komm ja, Stück. Ich mach mal noch mal fertig. Aber der hat eine Boss-Leiste hier oben rechts. Wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger jetzt, ne? Alter, wie oft der jetzt angreift hier? Ah, der hat nur einen Balken, okay. Ich dachte, der hat mehrere Balken oder so. Ich muss einfach austricksen. Komm mal. Aha. Mein Gott. Oh, ein Gott, ist... Oh, ja. Ah, herkomm. Okay, ich weiß nicht, was hier los ist. Er ist aber wie tot. Ich sage, ich will mal aufpassen, jetzt zu kontern, ne?
Ciao, ciao. Ah, ich tue immer so einen Balken verballern. Alles klar. Stimmt. Deswegen kann ich halt nicht immer einsetzen unten rechts. Okay. Jetzt wird sie durch. Gutes Mädchen. Wir müssen mal überleben. Wow. He's the one. Okay. Mission abgeschlossen. Boom, let's go. Ausgezeichnet. Und nichts anderes erwartet als perfekt. Wow, weißt du ja. Sehe ich das gerade in dem Ding? Was hat das Intro oder irgendwie so was? Was ist das Ende der Welt? Sind wir tot? Sind wir draußen? Ich
Welche Bedingungen? Ja, stimme ich zu. Eine Lüge, die jeder Gamer hier gemacht hat. In Ordnung. Gar nicht gelesen. Zur selben Zeit, außer von Noirido. Okay, also ein cooler Name. Das ist unsere Hauptbösewichte. Hier, Take Random Play hat doch auf der Sixth Street. Wo sind Nicole und die anderen? Da waren einfach alle Fragen. Lass mich doch nicht hier eine Wahl geben. Dann gib mir doch nicht eine Wahl, mein Gott. Vielleicht lässt den schmerzhaften, bizarre telepathische Erlebnis. Dein schmerzhaftes, bizarres telepathisches Leben. なんだか夢みたいな話に聞こえるけど、とにかく何があったのか私大体把握できたよ。それじゃあ次は私が話す番だね。お兄ちゃんがデータチップを読み取った後、私たちのボンプが暴走したの。それからなんらかのオーバーロード状態に入ったらしくて、ライブハウス404のミラーボールみたいな。404ライブ。フェイラーメロン。 急にまた動き出して、ニコたちを出口まで誘導してくれたの。お兄ちゃんはその途中で気を失っちゃって、痙攣しながらずっと上言を言ってたんだよ。どうしてたの？ちゃんと録画してくれてないよね。そこ？こんなにピンピンしてるんだったら遠慮せず録画しとくべきだったな。まあいいや。 続きだけど、とにかくそれで私が慌ててたところに、ニコたちが知り合いの闇医者を連れてきてくれて、なんとかお兄ちゃんを HDD から引っ張り出したの。今ニコたちがこの件を調査しに行ってくれてる。いい知らせは借金を返済するっていう約束を守ってもらえたことかな。ほとんどは医療費とボンプの修理代に消えたけどね。でも 本当の悪い知らせはこれじゃないの。心の準備ができたらパソコンを見てみて。 So, jetzt wieder weg. Was da? So, jetzt haben wir alles hier. Jetzt gehen wir, glaube ich, wieder boom. Boom. Oh, jetzt kommt schon der nächste. Trinke einmal Kaffee im Kopf. Auf der Kraft im Produktchef selbst der Gerechtigkeit. Also. Fördere einen Agenten einmal. Da, guck mal, was hier noch ist, ne? Oh, bickeri schneide, ne? Fairy, ir? Yonde kita yo. Fairy? Kore wa ittai. わお。システム起動。サーバー上準式修正汎用人工知能フェアリーです。こんにちは、マスター。オッケー。びっくりしたよね。お兄ちゃんが気を失った後、HDDが再起動したの。そして彼女が現れた。サーディーディーズ、セイム感知。
否定。繰り返します。私は3型草潤式修正汎用人工知能フェアリーとお呼びください。マスターがサインした利用規約にのっとり、あらゆる面でマスターをサポートし、あなた様がご自分の作業を完了できるよう協力します。Diese riesige Explosion, die wir gesehen haben. その時が来るまで。待って、規約って何？それに、その時って。利用規約にのっとり、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に、適切な場所でお知らせいたします。手ごわそうな女の子だけど、固く閉ざされた心の扉ほど攻略しがいがあるってもんだよね。Okay, aber das ist mir. 僕に任せて。って言えば満足かい？マスターのデータが第三者によって削除および転送された直近の形跡を検知いたしました。Und einen dritten. Ich weiß nicht, irgendwo sind die. マスターの違法フォロー事務調査員、通称プロ棋士としての個人事業が損害を受けております。私はこの損害を補填し、マスターのプロ棋士事業を再建することができます。待って、削除したデータを復元できるってこと？否定。削除命令は撤回できません。しかし、データベースを再構築することができます。私は全都市 80% 以上の知能設備に対し、無制限のアクセス権限を有しています。私の協力があれば、累積式でフォローデータを獲得する必要がなくなり、毎回リアルタイムでフォロー脱出ルートを分析することが可能になります。Gib mir die Twitter-Accounts von allen Leuten in der Stadt. 否定。これは私のコア機能です。証明のためにフォロー調査活動を補佐いたします。すでにフォロー調査事務の個人情報を登録する。 Ich weiß nicht, ob ich jemanden mit dem Namen Fairy trauen soll.Ich muss dann immer an Bravely Default denken, an Aerie. Bravely Default. Where the Fairy flies. Oder, wenn man einen bestimmten Punkt des Spiels erreicht, Aerie lies. Oder einer der geilsten Plotte, die ich je gesehen habe im Videospiel. Ein Fort Wall Break. Weil ich habe es geschafft, und diese KI, die sich selbst als Fairy nennt, hat einige Aufträge aus dem Internet herausgesucht. Schwierigkeit gerade spricht der Stufe unseres vorläufigen Kontos und die Bezahlung ist gut. Können wir mit jetzt zusammenarbeiten? Aber ich denke, es ist ein bisschen früh, um vorher geschützt zu sehen. Was ist, wenn sie eine andere Absicht hat, diese Aufträge zu filtern? Das müsste sich noch genau überprüfen. Weiß, überstürzt nicht. Du bist gerade erst aus dem Koma aufgewacht und es gab in letzter Zeit so viele unvorhergesehene Ereignisse. Das kommt von Fantea. Ja, ich denke, als mysteriöse Hacker ging den Fortschritt des vorherigen Kontos verloren. Und das vorübergehende Konto Daniro wird von nun an ein neuer Ausgangspunkt für Proxys Arbeit sein. Aber die Lizenz ist gleich geblieben. Unter dem Namen hat sich nur der Name hat sich geändert. Patheon ist immer noch Patheon, obwohl es im HDD-System einen ungebetenen Gast gibt. Jedenfalls werde ich den Auftragshintergrund und die Auswirkungen von Fairy und das HDD-System noch einmal überprüfen. Weißt du, sollst dich heute mal früher aufs Ohr legen. Wir kommen uns morgen in den Rest, wenn du ausgeruht bist. Ich würde aber sagen, ich mache noch ein ganz klein bisschen weiter, weil boah, bei Level 9 nicht denn hin. Oh. Ich habe ein Schlafzimmer. Man kann hier hoch. Verdammt, ich habe mich ja noch gar nicht umgeschaut. Okay. Wäre es auch mein Schlafzimmer, wenn ich da Mädel gewählt habe? Warum ist ja ein Bett mit zwei Kissen? Schlafen die im gleichen Bett? Wir Brüder und Schwester oder sind wir Geliebte? Ist genau die gleiche Frage wie mit Chatley und May aus Final Fantasy 7. Okay. Oh, ich lese mir nicht alles durch. Was hat die Red Fang aus dem Forschungsinstitut gestohlen? Ein Tresor, aber es ist nicht klar, was da drin ist. Also die wissen halt nicht, ne? So, ich bin ja schon einmal irgendwie übergeflogen über einige Sachen. Die Sachen sind eigentlich alt hier alle. An einem Tag ist viel passiert, ganz besonders der Traum, als ich bewusst das war. Oh, wenn ich daran denke, bekomme ich wieder Kopfschmerzen. Wenn das kein Traum gewesen sein sollte, was ist dann diese so genannte Vereinbarung?
Ah, mein Kopf tut weh. Ich habe noch so viel zu tun. Da sollte ich mich jetzt erstmal ausruhen. Morgen ist es hoffentlich besser. Klingt irgendwie so nach Ende. Guten Morgen, Weiß. Hast du gut geschlafen? Nicht schlecht. Das ist gut. Nach all dem Wirbeln gestern dachte ich, du könntest vielleicht eine schlaflose Nacht gebraucht haben. Übrigens, ich habe mir überlegt, dass es vielleicht an der Zeit ist, dass unsere Videothek wieder zur normalen Routine zurückkehrt. Seit Nicolias waren wir entweder damit beschäftigt, die Höhe zu erkunden oder das Laufwerk zu reparieren. Die Videothek war aufs Eis gelegt. Wenn ich darüber nachdenke, ist es schon Jahre her, als wir uns das letzte Mal... Das stand gar nicht mehr. Du hast nicht ganz unrecht. Die Einnahmen als Proxy sind deutlich zurückgegangen. Aber wenn wir mehr Zeit in den Laden investieren, können wir vielleicht unseren Umsatz steigern. Ich habe 18 in den Lagerraum geschickt, um meine Inventur zu machen, bevor du aufgestanden bist. Bevor wir offiziell wieder öffnen, wollen wir alle abgelaufenen Videokassetten zurück, die unseren Nachbarn ausgeliehen haben. Klingt gut. So, wir werden los. Das Wetter ist heute schön. Ideal für einen Spaziergang. Okay, folgt sie mir? Nö. Okay, gehen wir mal da rein. Noch eine wichtige Figur. Asha. Ja, die tun die ganzen Hände alle so wichtig hier. Ist irgendwie wie ein Splatoon irgendwie so einzigartig herstellen. Ich habe das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Vielleicht habe ich den Herd angelassen oder ich habe heute Morgen die Meldung vergessen. Guten Morgen, Asha. Guten Morgen. Oh, du bist es. Wenn ich dich sehe, kommt es mir so vor, als hätte ich etwas vergessen, was mit dir zu tun hat. Die Videothek öffnet wieder. Ist ein kleiner Urlaub zu Ende? Oh, ich erinnere mich. Das Videoband, das ich von dir ausgeliehen habe, ist heute fällig. Tut mir leid, dass du hingelaufen bist. Den Überblick über jede Kleinigkeit im Leben und bei der Arbeit zu behalten, ist viel schwieriger als Spiele zu spielen, die nur als Kurzzeitgedächtnis beanspruchen. Wir schaffen nicht bald wieder im Laden zu sehen. Oh, gerne. Das gleiche gilt auch für dich. Ich würde gerne jetzt zum Spielen einladen, aber scheint, als müsstest du dich um einiges kümmern. Wenn du das Freizeit hast, lass uns ein Spiel spielen. Ich mag diese Rivalität zwischen uns. Okay. Ich nehme an hier. So, machen wir alles hier. Wer bist du? Meister Tin? Gott, was bist du? Hallo Chef der Videothek. Es tut mir leid, aber das Café hat heute nicht geöffnet. Ich bin hier, um eine ausgeliehene Videokassette abzuholen. Oh ja, richtig. Die Ausleihzeitraum einer Videokassette läuft bald ab. Ich bringe sie gleich. Na, kann ich dir eine persönliche Erscheinung, dir dein persönliches Erscheinen heute nicht mit einem Kaffee vergelten. Wann öffnet das Kaffee denn wieder? Darauf musst du bestimmt nicht allzu lange warten. Wenn die Auswirkungen der Höhlenkatastrophe nachgelassen haben und die neuen Ausstattungen und die neuen Kaffeebohnen geliefert wurden, kann die Kopfkaffee-Filiale auf der Sixth Street wieder öffnen. Chef der Videothek, wir freuen uns schon sehr auf deinen Besuch. Ich bin auf jeden Fall am Start. Klar, ich sage dir dann auf jeden Fall Bescheid. Danke, dass du dir Gedanken um den Betrieb des Laden machst. Don't touch Kassettenhülle. What? Gott. Haben wir alle Läden hier vorgestellt, oder? Ich muss irgendwie an die Dinger denken. Ich muss irgendwie an die Minions denken, wenn ich die sehe. Willkommen. Wie bitte? Brauchst du eine Videokassette, die sich der Boss ausgeliehen hat? Ja, bitte. Es läuft bald ab, also schnell nehmen. Hat der Laden heute geöffnet? Ja. Nein. Hat der Laden jetzt offen oder nicht? Wir haben geöffnet. Wir machen alles fertig. Kauf ist dumm. Hört nicht auf zu kaufen. Die Renovierung ist noch nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig. Drei Fugen müssen noch sauber gemacht werden. Dummer Kauf. Das nennt man putzen, nicht renovieren. Wir machen es nur noch unseren Kunden schwerer, wenn wir unsere Laden nicht öffnen. Höhen sind stabil und wir öffnen den Laden heute. Offen. Sobald unser Laden geöffnet hat, fliegen die Dennis nur so rein. Wow, Danny, die Dennis fliegen nur so rein. What? Limitiert 10 mal. Wie viel Geld habe ich? Meinetwegen. Hat's in Erfahrungspunkte. Klar, warum sollte ich die nicht holen? Ah, die wird aber jedes Mal aktualisiert. Okay. Ja, natürlich werde ich wird holen. Ich werde mehr als genug Geld immer haben. Weil ich habe eine mysteriöse Kreatur gefunden. Eine magische Elfe oder einen wilden Tiger. Komm rüber auf die Seite der Ecke. Ist sie in Gefahr? Ich bin gleich da. Sei nicht nervös, Weiß. Ich bin aufgeregt, eine Katze zu sehen. Deshalb habe ich dir das gesagt. Boah, wow, weit. So, eine Hele-Tee. Was? Nichtigkeit.
Okay, dann gucken wir mal. Was los? Inki, da bist du. Sie ist so süß. Sie hat sich die ganze Zeit streicheln lassen. Komm und streicheln sie auch. Was geht? Hört halt aus dem Controller. Weiße Scheiße, die Katze ist schon ziemlich lange. Sind deine Beine nicht müde? Oh, ich kann mich nicht von der Katze losreißen. Sei besorgt, ich werde mich schon was einfallen lassen. Lass uns ein Foto machen. So ist die Katze jederzeit normal bei dir. Als ob es unser Geschäft gehört hat, bringt das Kätzchen leicht auf die niedrige Mauer nebenan. Gespräch gehört hat. Aber was war eine kluge Katze, die Kamera folgt. Hat der Lines gedrückt? Okay. Oh Gott. Das wird so ein Kreismenü. So, jetzt wird meine User-ID auch da angezeigt. Ey, boah. Leck mich am. Muss ich das speichern? Okay. Ist das Foto gemacht? Lass mich sehen. Deine fotografischen Fähigkeiten sind zu zufällig wie eh und je. Mann, wie lange sind wir denn schon hier draußen? Wir sollten mittlerweile alle Videokassetten eingesammelt haben, oder? Bangbo Nummer 18 dürfte wohl auch mit den Sortieren der Waren fertig sein. Puh, die Katze hat mich schon fast um den Verstand gebracht. Es ist Zeit zurückzukehren und den Laden zu öffnen. Okay, ich werde erstmal zum Laden zurückkehren und mit Bangbo 18 Inventur machen. Du sollst auch bald zurückkommen, weiß. So, ich hoffe, ich tue jetzt hier ein paar neue Sachen freischalten. Du bist ein neuer Proxy, keine Sorge. Die Internet. Alles klar. Also mal, die Aktionfunktion wurde freigeschaltet. Ja, wir haben für Neulinge Internet. So habe ich das ja schon lange nicht mehr mitbekommen. Kann man diese Benachrichtigung abstellen? Ich glaube, es geht nicht. Aber hey, wenn man uns die Prämienaktion geht, können wir ja sie ruhig anschauen. Auch wenn ich noch eine Weile die Katze streichen möchte, es ist Zeit zurückzugehen. Ich weiß nicht, was ich alles freischalte. So, wow. Okay. Gott, was ist das hier alles? Ach, das ist so wie jeden Honkai. Großzügigkeit der Cunning Airs. Geil. Wir geben uns einfach gratis hier Dinger. Sehr cool. Mehr zum. Guck ich mal die Art an. Aufstieg des Proxy ist das. Mein Gott. Jetzt noch für jedes Level hier. Boah, mein Gott. Wie kriege ich denn hier noch? Starte die Kapitelpause von Kapitel 2, um Shiro Verteidigung freizuschalten. Habe ich doch schon. Nein, was passiert denn? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ihr. Wenn ich hier einen Charakter doppelt bekomme, ehrlich gesagt. Wenn wir wohl gleich herausfinden. So, wofür machen wir jetzt hier mit der Videothek? Ich will mal noch ein ganz kleines bisschen. Random Play. Oh, mein Controller. Ich habe die Videokassetten sortiert, einschließlich derer, die kürzlich zurückgegeben wurden. Wir haben genug Videokassetten, um den Betrieb völlig aufrechtzuerhalten, aber auf lange Sicht werden wir mehr brauchen. Wir sollten uns überlegen, ob wir heute nicht neue besorgen wollen. Während der Besprechung des Plans für die Aufstockung der Lager bestimmt, stimmt plötzlich eine junge Frau durch die Tür. Sie kommt dir bekannt vor. Okay. Ihr werdet einen neuen Bestand bekommen? Das ist ja toll. Ich habe mir jede Videokassette in diesem Laden schon 10-mal angeschaut. Und du bist? Ich bin Teddy, deine super loyale Kundin. Obwohl ich mich gerne darüber beschwere, dass diese Videothek ein ganz begrenztes Angebot hat, wollen die wirklich weiterhin offen bleiben. Schaue ich trotzdem ab und zu vorbei, weil deine Filmgeschmack mit meinen ziemlich übereinstimmt. Anscheinend plant ihr eine Umstrukturierung und Aufstockung? Wir können uns nicht in den Laden kümmern. Wir haben dafür auch eine Menge zu tun, aber wir können jetzt uns endlich mal voll und ganz auf die Videothek konzentrieren. Um die Videothek erfolgreich zu führen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche weiteren Schritte wir unternehmen wollen. Ich werde mein Bestes geben, um den Bedürfnis der Kunden aufrecht zu werden, gleich zu werden. Wenn ich Bango und 18 so vielleicht sehe, möchte ich auch helfen. Könnt ihr diese Stadion wirklich etwas Werbung
Ihr könntet in diesem Stadium wirklich etwas Werbung brauchen. Ich kann euch damit helfen. Herr Martin, mir ist genau aufgefallen, dass ich gar keine Ahnung habe, wie ich das anstellen soll. Nun, keine Sorge, ich zeige dir, wie es geht. Das erste Mal, dass ich diesen Laden betreten habe, war wegen Bango Nummer 18, den ich auf der Straße vor einer neuen Filmwerbung machen sah. Bei Nummer 18 kann ich bestimmt viel lernen. Er ist ein erfolgender Anwerber. Na, wofür mache ich das hier halt? So, jetzt wieder im Geschäft sind, lass uns unsere Videokassetten sortieren. Okay. Wenn möglich, beliebte. Passen wir Videokassetten und stelle sie ins Regal. Okay. Komödie. Fantasy, okay. Und so mache ich das. Dieses spiegelt die Beliebtheit der Videokassetten wieder, ja. Jetzt mal wie Werbung für das Geschäft. Okay, bereit zu öffnen, ja. Okay. Und was war das jetzt alles? Krieg ich dafür Zeugs hier? Ach, dann damit generiere ich Zeugs anscheinend. Macht sie sieht so cool aus, wenn die Werbung für den Laden macht. Mit der Unterstützung von Bango 18 und unseren engagierten Management werden wir sicher immer mehr Kunden in unseren Laden begrüßen dürfen. Eigentlich nur meine Dings hier verbrauchen, meine Energie. Chef, ich bin Spiller. Ich habe also diese erste Person im Cunning. Ich bin also die erste Person in Cunning, die deinen neuen Kontaktdaten hat, nachdem du ein Konto geändert hast. Erwähne diese traurige Geschichte nicht. Es tut mir leid, Chef. Keine Sorge, mit euren Geschwistern und uns guten Freunden wird alles gut werden. Mit euch Geschwistern. Ah, wir sind Geschwister. Wie wäre es, wenn wir also Freunde heute nach langer Zeit mal wieder etwas zusammen unternehmen? Spieler in der Nähe deines Hauses auf der Six Street hat zwei neue Spiele und wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Okay, los geht's. Oh mein lieber Gottfinger, meine meisterhaften Finger haben sich nach den Spielen gesehen. Wir sehen uns vor der Spielhalle. Ich will eigentlich nur wissen, wie man hier seine Energie verbraucht, damit er hier nicht die ganze Zeit auf Maximum ist und voll verschwendet wird. So, jetzt kriege ich hier wieder eine neue Stufe. Das ist größte Verbrechen in Gacha-Spielen, wenn man Energie hat und die nirgendwo ja verbrauchen kann, ne? Kann ich hier irgendwas verbrauchen? Anscheinend nicht, ne? Okay, dann letzte war Stufe 8 hier. Ja, dann müssen wir noch weitermachen, ne? So, aber vorher weitermachen, muss ich sagen, wir spielen noch ein bisschen Gacha, ne? Weil ich müsste eigentlich genug Dinge haben, ne? 28, schaffe ich 3? Oh, ich schaffe sogar 3, perfekt, dann kriege ich ja noch, muss ich da auf irgendjemanden, ich markiere sie hier, keine Ahnung, so. Wir können noch 3-mal Gacha spielen, perfekt. Dann ist er dann genug, um noch einen 5-Sterne-Charakter zu bekommen. Alles klar, los geht's. Bomb. So, diesmal kriege ich aber nur. Ich auch ein paar neue Waffen und so, vielleicht, ne? Wie Engine B. Krieg ich mal offscreen an, hier die Dinger. Am besten wäre noch ein Charakter. Ich habe 3 Charaktere, den ich haben will. Von all den Charakteren, die bis jetzt rauskommen. So. Die haben wir schon. Was passiert jetzt? Und gleich, wenn wir so eine, wenn wir so weiter in der Story machen, dann können wir sie noch mal, ne? Was passiert denn dann da? Wird sie umgewandelt in Zeugs oder irgendwie sowas? Da muss ich den Rang erhöhen oder irgendwie sowas. So, nee, ich habe Kompensation bekommen. So, jetzt habe ich sie noch mal bekommen und oh, ich kann irgendwas machen hier. Da. Ah, hier. Ach, das habe ich schon gesehen, aber ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich dachte, da wäre irgendwie so Quest oder so, die man freischaltet. Das sind sozusagen die okay, das ist wie in Genshin und Honkai.
kriegst einen Charakter doppelt, dann kriegst du sowas hier, um deren Fähigkeiten zu erhöhen. Erhöht die Dauer der Bonuseffekte um 8 Sekunden, wenn Zucker, passive Kämpfigkeit, Schwertbanner und zusätzliche Gruppenmahlzeit ausgelöst wird. Alles klar. Oh, cool. Alles klar. Also ist genauso wie in Honkai und in Genshin. Alles klar. Weiter geht's. So, nochmal. Nochmal. Ne. So. Ich hätte ja mal einen neuen Charakter, weil sie kriegen wir, glaube ich, eine ganze Weile hier. Ein paar Mal noch. Sie hat schon eine erhöhte Droprate in der Event-Gacha. Das hätte ich jetzt sie so oder so bekommen. Hey! Das ist der andere Typ aus der Event-Gacha. Mit der erhöhten Drop-Chance. Alles klar. Leider keiner der Charaktere, die ich haben will. Das ist irgendwie genauso wie in Genshin, ne? Spielt sie Standard-Gacha, kriegt sie Charakter mit erhöhten Drop-Chance in der Event-Gacha. So. Sag mal. Ich habe mittlerweile herausgefunden, ja, wie man irgendwie ja sehen kann, welche Waffen und so gut sind. Weil alle Charaktere haben irgendwie so, ja, bei ihm steht Elektro und Attacke, ne? Und die Dinger sind, die haben alle so Kategorien, ja. Zum Beispiel hier. Folgende Effekte können bei blablabla Attacke-Figuren ausgeführt werden. Das heißt, so, da kann man sich irgendwie dran. Das ist genau wie in Honkai, wo du irgendwie einige Sachen sind halt stärker eher für verschiedene Charaktere oder Effekte können nur ausgelöst werden, wenn bestimmte Charaktere die ausgerüstet haben, ne? So, da tue ich wieder aufscreen hier sortieren alles, ne? So, gut. Sieht aus wie so ein Charakter aus Tengen Toppa Gurren Lagann. Anton Ivanov, Bellobock, hey. Ein Begriff, den ich kenne. So, und unsere letzte Gacha für heute, und danach kriegen wir noch einen 5 Sterne, einen stärkeren Charakter oder S-Rank Charakter, nehme ich mal an, heißen die ja, ne? Cool, einer. So oder so, ich gewinne. Na, I win. So, oh, 2A-Sachen, glaube ich, ne? Dann sieht man das, ne? Mal bitte 2 neue Charaktere. Wenn genau die Charaktere sind, die ich haben will, weil das sind alles A-Rang-Charaktere, dann wäre perfekt. Bravo! Typ 3. Das ist Nicole. Okay, wenigstens ein Charakter. Ich meine, sie will ich auf Langfrist wahrscheinlich benutzen. Von daher, klasse. So, ich warte mal noch hier, bis die Kamerafahrten ein bisschen zu Ende sind. Was kommt sie noch mal? Pass auf. Ja, oder ein Dings, alles klar. Was ist das? Das hat gefallen, den Design von den Dingern kann man schon so ein bisschen erfahren, für welchen Charakter so am besten ist, ein bisschen, ne? Gibt es schon wieder so persönliche Waffen und so für Leute hier. So, okay, war ja doch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Ich dachte, nach 5 Dinger kann man sich ja einen aussuchen. Oder war erst nach erst 300? Das dauert ja noch ewig. Ich dachte, man kann sich wieder einen aussuchen. Ja, so wie ein, wenn man das Ding hier abgeschlossen hat. Da war da irgendwie so ein, ach nee, das war einfach nur dazu da. Oh, schade. Ja, läuft doch nicht so ab, wie ich mir gedacht habe. Boah. Egal. Ich dachte, das lief so. Boah. Das wird doch ein bisschen traurig. Egal. So. Einfach aktivieren. Oh, nice.
Sieht man nirgendwo, ob man die schönen Dings hat, ne? Na, so, bin ich jetzt ganz blöd, war nicht so, ich kein Schwert war so. Oh, schade. Ja, da muss ich mich gedulden, bis ich einer Charaktere. Ah, wird aber so schwierig, einen bestimmten Charakter zu bekommen, ja. Aber ich habe echt gedacht, das lief so. Oh, hab ich mir umsonst Hoffnung gemacht. Ja, da ist, ich muss noch warten. Außer hier ist irgendwie was. Also hier kann man die Charaktere ausprobieren, oder? Ne? Na gut. Oh, damit ja noch ewig dauern, bis ich einen neuen Charakter bekomme. Weil ich eigentlich nicht geplant habe, hier irgendwie die Event-Gacha zu spielen. Ich jetzt mal wissen, wie der nächste Charakter sein wird. Aber okay, was soll's. Ich beschwere mich ja nicht. Die Zeit wird kommen. Nach 500 Dingern wird das sowieso. Das dauert halt nur lange. Bei Dings hat das ewig gedauert bei Honkai Star Rail, bis ich hier die 300 Dinger hier bekommen habe. Das wird das hier auch wahrscheinlich wieder ewig dauern, ne? Aber gut. Das ist im Moment nicht wichtig, ne? Ich würde sagen, ich beende den Part hier, ist schon wieder lang genug, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wann auch immer das sein wird. Dankeschön fürs Zuschauen. Was ist das? Videoarchiv. Sammelt Aufzeichnung wichtiger Handlungen. Okay. Okay. Weiß nicht, was das hier sind, da die Cutscenes, nee, ne? Nee, ich glaube, das sind die Cutscenes, ne? Oder auch nicht. What? Hier kann man sich aber angucken, immer wieder. Was gab es auch in Honkai Impact 3, glaube ich. Okay, keine Ahnung. So, ah, das hat Katzenmädchen, ne? Okay, keine Ahnung. Gut, ich beende die Party, ne? Also, danke schön fürs Zuschauen und ciao.